Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Total War Attila. Wir werden heute mal die Eroberung der Pikten weiter in Angriff nehmen und weiter vorantreiben. Wir müssen, glaube ich, sogar jetzt gleich mal unseren Zug beenden, wenn mich nicht alles täuscht, weil das letzte Mal haben wir ja relativ am Ende vom Zug aufgehört. Moment, jetzt überprüfe ich doch mal. Da müssen wir noch irgendwas für die öffentliche Ordnung bald mal machen. Jetzt beende ich aber echt erstmal meinen Zug. Sehr schön. Gut, was können wir denn machen? Wir könnten Rabe skillen. Der bleibt ja jetzt erstmal da, der Hunerik. Und der Alarik. Moment mal. Nochmal zurück. Hunerik. Nee, oder Theos war das. Da, der Hunerik war ein Statthalter. Oh. Da, genau. Nimm. Statthalter-Details anzeigen, genau. Okay, dann habe ich schon das Richtige geskillt. Beiderlei Hinsicht. Jetzt wollte ich nur noch mal kurz gucken. Da unten war doch, glaube ich, noch der zweite Statthalter. Genau, der Alarik. Was geben wir denn hier? Ah, was haben wir denn da? Wohlstand plus... Oh. Wohlstand plus 20% aus Industriegebäuden. Sehr schön. Können wir gebrauchen. Baukosten minus 10 für sanitäre Anlagen. Perfekt. Baukosten minus 5% für... Ui. Der ist ja wie geschaffen als Statthalter. Aura, Erschöpfungsrate, Baukosten, Hingabe, Integrität in fremden Territorium. Territorium natürlich. Oh, öffentliche Ordnung. Hm. Entweder Baukosten oder... Nee, ich wäre eher für öffentliche Ordnung. So, sehr gut. Weil da ist die öffentliche Ordnung relativ mies. Das wird das Ganze etwas verbessern. Genau, und dann... Habe ich vergessen, Wolf zu skillen. Genau, und dann werde ich als nächstes hier Rabe skillen. Keine Punkte mehr. Mist. Okay. Wenn wir wieder Punkte haben für ihn, dann skillen wir Rabe. Gut. Wir brauchen ja eine bessere Infrastruktur. Das sage ich ja immer wieder. Aber momentan haben wir einfach nicht die Mittel, die finanziellen dazu. Wir sollten direkt ein bisschen erobern gehen. Und ausplündern, aber ich will ja eigentlich Karthago und Syrakus erobern. Und nicht nur ausplündern. Plündern ist nicht so mein Ding. War zwar am Anfang nötig, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, meh. Wenn es anders geht, dann mache ich es gerne so. Also lieber mit besetzen. Und wir können in der nächsten Runde mal schauen, ob wir irgendwie verhandeln können. Vielleicht so ein bisschen Handel treiben? Hey, die römischen Separatisten sind dann ganz schön... Wow, was geht denn jetzt? Nee, in Ägypten? Finsternis und Verzweiflung. Der Schatten jagte die Sonne ewig nach Süden. Und siehe, ein fahles Ross. Und der darauf saß, hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Sein Zorn würde die Welt umfassen. Und er ergötzte sich an ihren Lodern. Die Horde blickte auf Attila und die Welt erbebte. Vergesst alle Hoffnung. Episch. Attila, der König der Hunnen. Er liebte den Krieg, zügelte seine Taten dennoch, erteilte guten Rat, zeigte sich Bittstellern gnädig und war gütig zu jenen, die seinem Schutz unterstanden. Nach dem Tod des vorigen Kriegsherrn riss Attila die Macht an sich. Nun führt er die Horden an und deren Armee wachsen. Zielvorgabe abgeschlossen. Attila wurde geboren aus Dunkelheit und Verzweiflung. Zusätzliche Ziele abgeschlossen. 2 von 4. Die Zeit vergeht. Wir haben viel erreicht, doch unserem Volk stehen immer schwerere Prüfungen bevor. Ende der Amtsdauer. Mission erteilt. Vergesst alle Hoffnung. Überlebt bis zum folgenden Tag. Herbst 432. Es wurden neue Bonusziele hinzugefügt. Schatzkammer plus 6000. Wir haben jetzt gerade auch einiges an Moneten eingenommen. Jetzt muss ich mal gerade... Ah, wir können doch jetzt bestimmt irgendwas
Oh yes. Wir können nach 10.000 Jahren endlich Karalis umbauen. Oh Gott, was für ein großer Tag. Was für ein großer Tag für uns. Die Hauptstadt wird endlich zu einer wahren vandalischen Stadt in 12 Runden. Dammit. Mist. Na toll. Ich hab mit mir gerechnet. Okay, wir werden jetzt übersetzen auf in Richtung Syrakus mit den Blutschwänen. Und wir wollten ja eigentlich diplomatisch schauen. Oh, und wir müssen noch genau gucken, ob wir vielleicht jemanden einsetzen können. Den Aurik könnten wir als Stammesoberhaupt einsetzen. Oh, Moment, was ist denn... Wo ist denn der Odotheus? Moment mal. Da. Den können wir als nichts einsetzen, okay. Komisch. Dann setzen wir den Aurik ein. Der hat nur 6 von 10. Loyalität, das gefällt mir nicht so. Dromiheta können wir als Richter einsetzen. Sonst noch wen? Genserik? Nein, Hunerik. Auch nicht. Odotheus. Alarik. Ich glaube, wir haben 2 Odotheus. Odotei. Okay, dann werden wir jetzt mal uns ein bisschen Loyalität sichern. Und zwar... Und zwar da. Beim Aurik. Ah, den müssen wir erst einsetzen. Ah, nee, das können wir... nur 1 von beiden. Okay, dann setzen wir die erstmal ein und dann werden wir uns die Loyalität... Wäre es nicht andersrum sicherer? Erst die Loyalität sichern und... Nein, machen wir es mal so rum. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. So, die Horde zieht hier auch weiter. Unsere Horde. Oh, die verlieren hier ganz schön Einheiten, kann es sein. Weil die mitten in der Wüste sind. Wow, okay, die verlieren echt krass Einheiten. Da müssen wir uns erstmal erholen wahrscheinlich, wenn wir da in Karthago angelangt sind. Wie schaut es denn mit unserer Flotte hier aus? Die muss ich auch noch erholen. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht könnten wir die auch noch mit in den Krieg ziehen. Aber das schaut eher schlecht aus gerade. Gepriesen sei der Vater. Okay, Diplomatie. Vielleicht können wir auch ja mit den... Moment. Die Sklavinier gibt es auch noch? Wusste ich gar nicht. Ihr ehrt uns. Wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet uns ein Mahl groß genug für 2 Armeen. Sehr schön. Aber du bist trotzdem kein Nicht-Angriffspakt. Verstehe ich nicht. Hey, ich wusste gar nicht, dass die Anden auch noch leben. Wir müssen reden. Die Hunden? Die hassen alle. Mich wundert es, dass sie überhaupt leben. Euch bitte bedeutungslose Nettigkeiten. Okay, hey, aber das Kräfteverhältnis ist gar nicht so gut. Also, schaut eher schlecht aus. Die warnen... Hey, mir fallen hier erst gerade die ganzen Leute hier ein. Habe ich mit denen noch... Wie lange ist ja, dass ich mit denen verhandelt habe? Nicht-Angriffspakt? Mit denen haben wir nicht mal Nicht-Angriffspakt, ja, aber wir haben auch keinen Krieg. Trotzdem finde ich das irgendwie... Setzt euch, besorgniserregend. Warum die alle nicht mit uns reden wollen? Weil wir jetzt die ganze Zeit erobert haben, oder was? Aber die Alemannen, die sind doch noch auf unserer Seite, oder? Willkommen, ja. Die Gepiden? Ich wusste gar nicht, dass die auch noch leben. Seid gegrüßt und nun sprecht offen. Weströmische Separatisten gibt's auch noch. Seid willkommen, wohl oder übel. Makedonien auch. Oströmisches Reich gibt's auch noch. Garamanten. Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Warum wollen die denn alle nicht mit mir verhandeln? Lohnenswertes zu sagen haben. Handelsbündnis? Vielleicht können wir denen ja was zahlen. Aber wir haben ja gar kein Geld, Schmarrn. Okay, vergesst es. Wir werden mal unseren Zug beenden. Da kann man nichts machen. Nein, da können wir wirklich nichts machen. Okay. Oh. Gunerik. Ist das ein Statthalter? Ja, ist er. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Integrität könnten wir skillen. Ja, macht ja Sinn eigentlich. Und dann, Nahkampfabwehr. Ah, den wollten wir ganz runter skillen, kann es sein? Was schaffen wir das überhaupt? Das macht eigentlich keinen Sinn. Obwohl. Nee, ganz ehrlich. Macht keinen Sinn. Ich skill lieber Richter voll. So, und dann beende ich meinen Zug. Im nächsten Zug können wir dann auf Syrakus reiten und hoffentlich auch erobern. Die Gauten sind da unterwegs. Hey, schaut gerade die Landkarte etwas dunkler aus oder bilde ich mir das ein? Irgendwie schaut das alles gerade ziemlich düster aus. Es wäre irgendwie so
Nacht. Oder. Ja, der Nachteinbruch. Ja, komisch. Liegt das jetzt daran, dass Attila richtig Fahrt aufnimmt? Was machen die da? Okay, nö. Marker! Unsere Reise ist nein. Okay. Da werden wir wohl ein Gefecht spielen müssen. Mist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass die Pikten uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Verdammt. Nicht gut, gar nicht gut. Die sind sehr in der Überzahl. Verdammt. Verdammt. Ich sollte aufhören, so viel zu fluchen. Okay. Germanische Speerkämpfer nach vorne. Moment. Und daneben, flankiert von den Kriegsbanden. Da unsere... Oh, die Bogenschützen müssen wir auch noch irgendwo positionieren. Die positioniere ich jetzt jeweils hinter den Nahkampfschiffen. Ich mache ein relativ enges... Eine relativ echt enge Formation hier mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Vielleicht starten. Ei, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Heute kämpfen wir gegen diese hässliche, haarige Dreckskerle. Genau wie wir. Ich freue mich schon auf ein kultiviertes Gespräch. Anführer später, wenn ich ihn als Gefangenen begrüße. Oh Mann, wie geil. Bester Spruch ever. Und jetzt habe ich so keine Lust mehr zu verlieren. Ich habe keine, ich will nicht verlieren. Ich habe nur kein gutes Gefühl bei der Sache. Ganz und gar nicht. Ich sollte nur brennende Geschosse einsetzen. Kann ich irgendwas einsetzen? Oh verdammt! Oh verdammt! Ich habe das eine Schiff vergessen. Das kann nicht dein Ernst sein. Okay, das erste Schiff von den Gegnern ist besiegt. Oh verdammt. Ich hätte einfach das eine Schiff vergessen habe. Okay, ich muss noch auf brennende Geschosse umstellen. Die haben sich ganz schön verkeilt. Uiuiuiui, das geht ja ab wie Schnitzel hier. Kann ich noch irgendwas einsetzen? Nein. Oh, die Pikeniere. Okay, die sind relativ schnell. Wenigstens das. Nein. Die haben ein Schiff von denen uns erreicht. Ah, da wird echt hart gefightet. Unser General kämpft auch schon. Wir könnten versuchen, den ihren General zu erwischen. Nein, der ist total da hinten drin. Okay, den erreichen wir nicht. Das könnt ihr vergessen. So, aber unsere Pikeniere erreichen vielleicht die hier. Andersrum ist es der Fall. Mein Freund, andersrum. Okay, die Pikten schnappen sich mal hier. Die Pikeniere schnappen sich mal die hier. Okay, ich lass mal kurz ein bisschen schneller laufen. Oh, unsere Schiffe wanken, verdammt. Aber auf der Front sollten wir gewinnen. Wow, da kommen sie beide. Oh, verdammt. Ah, das schaut nicht gut aus. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. Ja, die sind einfach zu sehr in der Überzahl. Kann ich mich schon zurückziehen? Nein, kann ich nicht. Oh, verdammt. Okay, Moment, ich muss mich kurz neu formieren.
Unsere Männer haben sich neu gruppiert. Ist nur die Frage, wie lang. Bereit! Soldaten Christi! Die Erde! Der General bekommt nämlich jetzt ordentlich auf den Deckel. Verdammt, das sieht echt nicht gut aus. Ja, die sind einfach hart in der Überzahl. Oh, und unser General kommt hier echt hart. Bedrängnis. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Ich kann halt auch nicht aufgeben. Beziehungsweise die... Rückzug antreten. Unsere Männer lösen sich. Moment, wer zieht sich denn da die ganze Zeit zurück? Okay, das wundert mich nicht. Eines unserer Schiffe wurde geändert. Mist. Und da unser General bekommt. Ah, das ist doch Wahnsinn. Unser General. Okay, ich lass schneller laufen. Das. Der Feind will seine Niederlage nicht. Oh Gott. Die Einheit hat sich gesammelt. Nein. Da haben wir keine Chance. Die sind einfach in der Überzahl. Was? Der feindliche General ist tot. Wenigstens diesen Sieg haben sie uns noch gegönnt. Knappe Niederlage. Verdammt. Aber wir haben auch böse Verluste zugefügt. Trotzdem ärgerlich. Sehr ärgerlich. Können wir uns noch zurückziehen? Ja. Ich hoffe, die können uns nicht noch verfolgen. Oh, die ziehen sich zurück. Gott sei Dank. Wir können unsere Armee noch retten. Was machen denn die hier? Ach, da ist der Spion von denen. Oh, wir müssen unsere Flotte hier auch noch... Also schicke ich meine Flotte auch noch in den Kampf? Oder ich tausche jetzt die Armeen aus. Ich tausche sozusagen die Armee, die im Moment in Karalis ist, mit der Armee, die jetzt gerade geschwächt ist, aus. Genau, das wäre noch eine Idee. Mist. Die Pflicht ruft. Okay, Moment. Wir brauchen einen neuen Generalanführer. Felsenfester Verteidiger. Ich brauche einen Nochmal Dromiete. Ich brauche eigentlich einen felsenfesten Verteidiger, wenn ich den jetzt hier austauschen will. Okay. Okay, wir schicken jetzt die heulenden Wölfe los. Und die Blutschwäne ab nach Karalis. Kann ich hier schon an Land gehen, bitte? Ja, ich kann hier an Land gehen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, da können wir weiter. Wir müssen wieder eher in Richtung Küste, sonst verlieren wir hier zu viele Einheiten. Okay, gut. Ich hoffe, die können sich jetzt bald mal erholen. Da sind noch die Gauten unterwegs. Da ist noch unsere Flotte, aber die ist total geschwächt. Das wäre keine gute Idee, jetzt da zu kämpfen. Wir könnten aber noch was ausbauen. Ja, was könnten wir denn noch machen? Wir könnten uns... Ah, da brauchen wir... Wir brauchen eigentlich echt mehr Nahrung. Wir müssen echt aufpassen, dass unsere Nahrung nicht zu sehr zur Neige geht. Ich spare jetzt lieber noch ein bisschen Geld, dann kann ich hier noch mehr umbauen. Das ist eine bessere Idee. Ja, dann beende ich jetzt hier mal gleich noch unseren Zug. Feind im Kampf getötet. Ach genau, den haben wir auch noch. Stimmt, den gegnerischen General haben wir auch vernichtet. Das war vielleicht auch der Grund, warum er uns jetzt dann nicht mehr verfolgt hat. Stimmt, das könnte echt sein. Oder er konnte wirklich einfach nur nicht mehr weiter segeln. Das könnte natürlich auch die Lösung sein. Okay. Ja, keine gute Schlacht. Aber auch keine schlechte. Wir haben ja den Trost eben, dass wir den gegnerischen General niedergeworfen haben. Oh nein! Okay, das finde ich jetzt unfair. Bitte, bitte geht er an Land! Nein, kann er nicht. Okay, 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 okay. Ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Greifen wir die jetzt an mit unserer Flotte? Oder stürzen uns einfach auf Syrakus? Ich glaube sogar... Ah, wisst ihr was?
Ich werde jetzt meine Flotte doch losschicken. Die ist zwar immer noch geschwächt, aber die kannst du auf jeden Fall mit den paar Weicheiern da aufnehmen. Feindliche Agentenaktivität, Pikten, Informationen haben sie gesammelt über uns. Aha. Mission fehlgeschlagen. Erklärt folgender Fraktion im Krieg Gauten. Ne, warum sollte ich das machen? Mission erstellt. Stellt eine Armee auf. Verbleibende Runden 11. Militärausbildung bekomme ich dann. Einheitenerfahrung plus 1 für alle Rekruten. Okay. Ach, da ist der. Okay, und da sind die Gegner, da ist die gegnerische Armee. Wir ziehen uns jetzt mal nach Karalis zurück. Und dann schicken wir hier unsere Flotte los. Und da wollte ich irgendwas ausbauen, genau. Oh, der ist aufgestiegen. Sehr schön. Aber, Freunde, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden hier erstmal unsere Folge, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.